Eigentlich ist der Flugversuch doch gelungen. Er ist nur etwas außer Kontrolle geraten. Das kriegen wir schon hin. Du, Feodor, ich helfe dir gleich. Ich muss vorher nur noch etwas ganz Wichtiges erledigen. Wir haben noch genau eine Woche, bevor uns der Graf Daumenschrauben anlegen lässt. Ich finde, es gibt nichts Wichtigeres. Hallo, Ramon! Immer dasselbe. Also gut, dann bastelt eben nur ein Genie an der Jahrtausenderfindung. Und wenn das Material zu schwer ist? Theoretisch müsste auch Holz fliegen, wenn es genügend Auftrieb hat. Besser wäre natürlich noch leichteres Material. Auf jeden Fall hat das etwas mit dem Auftrieb zu tun. Da liegt die Krux. Wie bekommt man es nur hin, nicht auf die Laune des Windes angewiesen zu sein? Da Vinci hat diese riesige Schraube entworfen. Ob es ihm wirklich gelingt, sich damit in die Luft zu schrauben? Möglich wäre es, vorausgesetzt, er dreht sie schnell genug. Sein Fallschirmentwurf ist auch nicht schlecht. Aber letztlich kommt er damit auch nur von oben nach unten, nicht aber von unten nach oben. Solange Da Vinci noch keine Lösung gefunden hat, stehen meine Chancen nicht zu schlecht. Oh, er hat es aufgeschrieben. Ja, also erstmal zurück auf der... Vielleicht, ach so. Ja, ich denke mal, hier ist es so die Erfinderwerkstatt oder halt das Dach von. Und hier hinten sieht man sehr schön die Stadt und... Huch, Eckfenster. Tu mal später anquatschen. Erstmal lesen wir in dem Tagebuch nach, was der gute Herr so aufgeschrieben hat. So. Neues Fluggerät, aha. Gibt's hier noch was? Ah, hier. Geschafft. Ramon ist gerettet. Hat aber eine tiefe Wunde am Bein. Mit etwas Ruhe sollte sie aber schnell verheilen. Jetzt muss ich mich darum kümmern, das Fluggerät von hier wegzuschaffen. Danach überlegen wir uns, was wir alles verändern müssen, damit das nicht noch einmal passiert. Okay, hier ist nichts mehr, dann bloß noch das neue Fluggerät. Wir haben die Reste des Fluggeräts zurück in die Werkstatt gebracht. Haben wir schon mitgekriegt. Zum Glück wieder hier, wird kein, ist, die Ü-Striche sind weg, hat uns niemand von der Inquisition dabei gesehen. Nun gilt es, etwas noch Besseres zu erfinden. Ramon ist erneut keine große Hilfe. In letzter Zeit sitzt er immer häufiger an seinen wertvollen Artefakten. Und das gerade jetzt, wo uns Conde im Nacken sitzt. Wo uns der Conde im Nacken sitzt. Wir haben nun eine weitere Woche bekommen. Aber ich schaffe das. Ich brauche nur ein paar Ideen und meinen Arbeitstisch. Gut, Fyodor, dann mach das doch mal und wir ruhen uns hier aus, ne? Ja, nee. Okay, so, Eckfenster, wollt mal anquatschen? Da wohnt die schöne Esmeralda. Sie badet gerne bei offenem Fenster. Ein erquicklicher Anblick. Leider schon eine Weile her. Hoho, hohoho. Ein kleiner Perversling ist es hier, wa? Einfach bei anderen Leuten beim Baden zu gucken, ja, es ist ein bisschen, naja. Okay, Luke, quatsch mir mal den Lukas an hier. Direkt unter dieser großen und schweren Holzluke ist die Werkstatt. Ja. Schön. So, den Kran? Ein Lastkran. Den brauche ich, wenn ich schwere Sachen auf das Dach bekommen will. So, okay, das ist, ja, passt zusammen. Ja, ein Kran ist da schon eine gute Hilfe. Gibt's hinten noch etwas? Nee, dann hier, was früheres Fluggerät. Eine unserer ersten Flugmaschinen. Aber diese Holzkonstruktion ist viel zu schwer. Wundert mich gar nicht, dass das Ding nicht geflogen ist. Okay. Flügel? Diese Holzkonstruktion ist viel zu schwer. Wundert mich gar nicht, dass das Ding nicht geflogen ist. Hat er das nicht gerade schon gesagt? Ich dachte, hier vorne war das... Naja, Spielzeug... Mit dieser Schweinsblase haben wir früher immer Werfen gespielt. Sie ist getrocknet und aufgeblasen, stabil und wasserdicht. Und sie ist vermutlich einfacher in die Luft zu bekommen als jede Holzkonstruktion. Na, das ist doch etwas. Und da hat er schon wieder was ins Taschenbuch. Taschenbuch? Taschenbuch, oder? Ja, Taschenbuch geschrieben. Und zwar, blablabla. Eine leichte, große Luftblase sollte für Auftrieb sorgen. Vielleicht aus Leder? Die vergessen hier immer die Ü-Striche. Das irritiert ein bisschen.
Aber ist ja jetzt egal. Ich find's irgendwie übelst geil mit dem Umklettern. Das gefällt mir voll. So, okay. Kann man noch was anquatschen? Blablabla. Ah, hier. Erfindung. Die kann man noch anquatschen. Und dann gehen... Achso, hier hinten auch noch die Kirche. Aber erstmal die Erfindung. Und danach gehen wir mal runter in die richtige Werkstatt. Ah. Okay. Wasserdrückmaschine. Was hat er denn wieder jetzt aufgeschrieben? Idee für Erfindung. Ein geschlossener Eimer mit Wasser, dessen Decke sich hineindrücken lässt. Vielleicht lässt sich damit noch etwas anfangen? Wer weiß, wer weiß. So, und die Kirche hinten noch. Das ist La Cathédrale. Sie wurde vor ungefähr 60 Jahren fertiggestellt. Ihr Glockenturm ist erst vor ein paar Jahren angebaut worden. Okay. Das ist ja sehr interessant. Und gibt's da noch was? Ansonsten gehen wir jetzt nämlich mal runter. Hier gibt's nichts mehr, soweit ich es sehe. Dann laufen wir mal die Treppe hinunter in die Werkstatt. Lalali, lalala. Oh. Das sieht ja mal sehr aufgeräumt und sauber aus. Sehr schön, finde ich. Also ich finde echt, die Texturen finde ich ja wirklich sehr schön. Muss ich wirklich sagen. Und wir können den Korb erstmal anquatschen, bevor wir hier Ramon anquatschen. Aber erstmal den Korb mitnehmen, ist ja viel wichtiger. Die ganze Konstruktion muss extrem leicht sein und einen Menschen tragen können. So ein Korb wäre ideal. Ha! Was habe ich gesagt, Leute? Ein Korb wäre ideal. So, nee, hier. Ein leichter Korb dürfte sich gut eignen, um jemanden zu transportieren. Ja, das hat ein bisschen Sinn. Ja, auch nicht so viel, aber hat Sinn. So, quatschen wir mal Ramon an. Da sitzt mein Bruderherz. Wie immer in Gedanken an eine geheimnisvolle ägyptische Stadt, aus der vielleicht, oder eher ganz bestimmt nicht, all diese Dinge stammen, an denen er Tag ein, Tag aus werkelt, schraubt, klebt und was weiß ich noch alles. Ramon? Hm? Träumst du wieder von Utopia? Ich forsche danach, ja. Eines Tages wirst du mir dafür dankbar sein. Wofür? Dass du wertvolle Arbeitszeit mit dem Säubern von Artefakten zubringst? Dass ich unser Ziel niemals aus den Augen verloren habe. Welches Ziel? Das weiß ich noch nicht genau, deswegen forsche ich ja danach. Olle. Ja. Hilfe anfordern können wir hier anscheinend. Und das machen wir doch gleich mal. Könntest du mir vielleicht zur Hand gehen? Später. Erst muss ich diese Maske hier zusammensetzen. Wir müssen das Fluggerät fertig kriegen. Uns bleiben nur noch 6 Tage, bis uns der Graf die Folterknechte auf den Hals hetzt. Ich gehe dann. Ja, ich gehe dann. Okay, hier die Schale können wir noch angucken. Das ist eine Schüssel mit Holzteer. Ramon klebt damit seine alten Steine zusammen. Kommt bestimmt sehr gut, wenn man die Sachen einteert. Kann ich auch mal ausprobieren mit meinem... Ach, was kann ich denn einteern? Ich kann hier mal, den Laptop einteern. Das wäre auch mal eine Idee. Mal gucken, was danach passiert, wie die Let's Plays laufen und sowas. Bestimmt sehr gut. Den Schlauch aus Leder können wir uns nehmen, aber erstmal gucken wir uns die Aufzeichnungen an. Normalerweise sollte man erwarten, dass ein Erfinder Ideen für Erfindungen notiert. Bei meinem Bruder ist das allerdings anders. Das Ankh, lateinisch Crux Ansata, ägyptisches Symbol für das Leben und auch die Unsterblichkeit. Die Ureus-Schlange, lateinisch Ureus, bedeutet so viel wie die sich aufbäumende. Eine sich aufreckende Kobra, die oft von ägyptischen Göttern auf der Stirn getragen wird. Die Ureus-Schlange speit Feuer oder Gift und bestraft so jene, die dem Gott nicht gehorchen. Wird oft in Verbindung mit einer Göttin gebracht, die den Kopf eines Löwen haben soll. Okay. Das ist ja mal sehr interessant.
Okay. Kann man hier unten noch... Ach, dieses Dropdown-Fenster nervt mich ein bisschen, ja? Ah, jetzt habe ich gerade meine Stimme versagt. Okay, so. Da bin ich wieder. Ich musste bloß kurz husten. Und den Brief können wir uns auch mal angucken. Das machen wir sofort mal. Den Brief hat Onkel Tabit vor ein paar Wochen geschickt. Mein lieber Ramon, meine Reise nach Nordafrika war erfolgreich und ich werde schon bald wieder im wunderschönen Barcelona eintreffen. Ich habe ein äußerst interessantes Artefakt gefunden. Es ist aus Glas, scheint allerdings nur ein Bruchstück eines größeren Teils zu sein, aber ich denke, du wirst es trotzdem sehr wertvoll finden. Wenn ich wieder in der Stadt bin, kannst du es jederzeit aus meinem Laden abholen. Es grüßt dich und deinen Bruder Onkel Tabit. Valencia, 7. April 1514.